Hi, mein Name ist Andi. Willkommen zum neuen Video. Das letzte Mal hat ja Griff 55 sehr gut funktioniert. Tasca und Theo gezogen. Ring des kleinen Mannes auch dabei gehabt. Also gehen wir weiter. 57. Aufgewertet, selbstverständlich. 4 Versuche, ich meine, klar. Wenn 55 so gut ging, wir hatten halt noch 10 Minuten über, dann kann 57 nicht weit davon sein. So, schnell mal noch ein paar Minions erschaffen und dann gucken, was das hier ausmacht. Oh wow, das macht wirklich richtig viel aus. Oh wow. Er hat so ein bisschen Equip ausmacht, ne? Die kloppen mir alles aus dem Latschen, was hier rum ist. Das gefällt mir richtig gut. Oh, 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 oh. Das geht gut voran, ne? Oh yeah. Gefällt mir richtig gut. Jetzt können wir auch mal ein bisschen Druck machen. Und auch ordentlich Griffs farmen. So richtig ordentlich. Damit wir dann bald Season spielen können. Und mal wieder bei Null anfangen. Aber dafür macht man es ja. So, der liegt schon mal im Dreck. Innerhalb von Sekunden wirklich nur. Und wie die Kolosse reinhauen, ey. Das macht Spaß. So, jetzt müssen wir die Sachen nur noch in gut finden. Tasca und Theo oder so. Jeroms Maske. Wobei, Jeroms Maske habe ich öfter gefunden. Da ist dann die Chance höher, dass ich das Ding nochmal finde. Vielleicht anziehen. Und dafür Tasca und Theo Cube. Dann greifen die noch schneller an. Dann setzt zwar alles, was ich draufgewürfelt habe, hin. Aber die würden 50% schneller angreifen, anstatt 46. Ich glaube, es war 50. 50, ja. Bestimmt auch gut abgeht. Nochmal 4% schneller. Ist auch einiges. Aber erstmal damit spielen, was wir haben und froh sein, dass wir es haben. Das, was wir endlich mal gefunden haben. Hat aber lang genug gedauert. Oh, 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 zu weit reingerannt. So, Ebene 2, die gefällt mir. Pylon des Schildes. Gefällt mir auch sehr gut. Ich mag ja diese, habe ich bestimmt schon oft gesagt, aber diese Keller und Krypten sind ja eigentlich genau meins. Wobei auch weite offene Welten mir gut gefallen. Oh je. Yeah. So, der konnte schon mal nichts. Oh, merkt, das ist doch. Das ist hier wirklich so ein, zwei Stufen, die machen was aus, ne? Da werden die Gegner richtig viel stärker. Und was Gutes. Oh je, nächster Bossgegner.
Und er liegt im Staub. Wunderbar, geht ja richtig schnell, der hier, geht ja voran. Ich hab's gesagt, ne? Ist klar. Also echt komisch, ey. Ich sag Bescheid, es läuft und es hört sofort auf. Es hat sofort ein Ende. Naja, irgendwann lerne ich auch das noch. Bestimmt. Ich kann ja nicht nur am Rücken liegen und warten, bis ich wiederbelebt werde. Das war der falsche Knopf. Ich bin aber auch echt manchmal so unkoordiniert. Jetzt kommen die Decken ins Spiel. Die räumen ordentlich auf. Ach, das gefällt mir so gut, ey. Vielleicht der Riftboss. Kann ja auch nur ein Klacks sein. Ganz easy. Endgegner-Barrikade. Muss ich echt Piranhas für hernehmen, um die kaputt zu machen, um da durchzukommen? Was? War das ein Gegner? Oh ja. Gar nicht mitgeschnitten. Lauft rein, Jungs. Gönnt euch. Oh, verdammtes. Das war's mit dir. Mojo, ein Speer. Ein paar Blutsplitter. Und Urshi. Ich mach trotzdem hier weiter. 90% ist gut. 80% ist immer noch gut. 70 auch. Bitte, bitte, bitte. Jawohl, geil. Super. Wieder ein mega Run hier, das hier. Echt gut. So, identifizieren. Tsunimasas Schädelkette. Hatte ich auch noch nie. So ist Geheimnis. Packen wir in die Truhe. Ansonsten schließen wir hier ab. 7 Minuten 18. Stufe 57. Geschafft. Setzen den Punkt und schauen bei Kadalla vorbei, ob die uns nicht vielleicht noch einen Blauzorn verkauft. Naja, egal. Heute schon genug erreicht. Walrosszahn kommt weg. Gürtel des Ordnungshütner kommt auch weg. Hütner, Hüter. So, das war wieder relativ schnell. Irgendwas ist hier zu viel, ne? Irgendetwas ist da zu viel. Soll für heute egal sein. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal weiterhin. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao.